Aufzeichnung und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Webinar 10 Schritte zu Ihrem Archiv. Wir sprechen ein bisschen über die Systemvoraussetzungen von Retain, aber am meisten darüber, welche Schritte denn bei der Installation und Konfiguration von Retain erforderlich sind und natürlich wichtige Einstellungen der Software. Also was müssen Sie dann machen? Schritt für Schritt, bis der erste Archivierungsjob läuft. Und da fangen wir gleich mal an mit dem ersten Schritt, das ist die Hardware. Also welche Hardware-Voraussetzung bzw. wofür muss man sich entscheiden? Also einmal, was braucht der Server und was für einen Speicher brauche ich, also was für ein Storage kann ich da drunter packen? Und beim Server müssen wir uns natürlich entscheiden, okay, soll das Ganze auf einem physischen Server laufen? Soll das Ganze virtuell laufen? Das Ganze kann lokal laufen, gehostet oder in der Cloud. Das ist sehr, sehr flexibel. Also Retain ist da sehr flexibel als Software. Und das Ganze kann so, wie Sie es möchten, gestaltet werden. Ich kann aus meiner Erfahrung mit den Kunden sprechen. Die meisten Kunden haben das Ganze virtuell aufgesetzt. Viele größere Kunden haben es dann physisch aufgesetzt, aber dass jemand das, der gehostete Teil oder Cloud-Teil ist der geringste Teil, derzeit noch. Aber wir haben ja auch Cloud-Partner, die Retain in der Cloud anbieten und da ist natürlich dann auch ein Hosting oder ein Retain in der Cloud ohne Frage möglich. Systemvoraussetzungen, also wie viel CPU-Leistung und so weiter, genau, hängt immer sehr stark ab von der Useranzahl und von dem Nutzen des Servers. Also ist der wirklich für alle User freigegeben oder ist er nur für einen Teil der User freigegeben? Also zum Beispiel nur für den Administrator, nur für die Audit-User. Dann ist die Systemvoraussetzung ganz andere, als wenn da gleichzeitig 500 User drauf arbeiten und Daten im Archiv suchen. Und genauso sieht es beim Speicher aus. Wir können verschiedene Speicherarten im Hintergrund. Wir können eine NetApp mit einem Snaplog als Warm-Speicher, genauso wie eine EMC Centerra, die natürlich mit deutlich mehr Kosten verbunden sind als lokaler Speicher oder vielleicht ein lokales SAN, was sie nutzen. Die meisten Kunden wiederum nutzen lokalen Speicher. Da kommt es nicht darauf an, dass die wirklich die Daten auf einem Wurmspeicher halten, also dass die Daten nicht gelöscht werden können physikalisch, sondern da geht es darum, wie schnell ist denn der Speicher. Retain ist da sehr flexibel, denn man kann die unterschiedlichen Teile auf unterschiedliche Speicherarten legen. Das heißt, wir haben ja bauen ja einen Volltextindex auf, den kann man lokal liegen lassen, sollte man sogar lokal liegen. Wir brauchen eine SQL-Datenbank, die sollte auch lokal liegen. Die Attachments, also die eigentlich archivierten Daten, können aber durchaus auf einem SAN liegen, was nicht ganz so schnell ist, denn das sind die geringsten Daten, die wir öffnen. Erst werden die Metadaten aus der Datenbank gelesen oder als erstes die Suchanfrage und dann die Metadaten aus der Datenbank. Und erst wenn eine Mail geöffnet wird, werden wirklich die Daten vom Storage geladen. Deshalb kann man da unterteilen, wie man das möchte. Ja, bei der Größe des einzuplanenden Speichers, auch das ist sehr, sehr schwierig, denn die Auswirkungen von unserem Single Instance Storage, den wir in Retain haben, der ist doch sehr groß. Es kommt darauf an, wie viel Post Offices oder wie viel Exchange Server Sie haben. Es kommt darauf an, wie viel externe Nachrichten Sie bekommen, wie viel interne Nachrichten Sie an wie viel Sender, also wie häufig eine Mail an mehrere interne Empfänger geht. All das sind wichtige Aussagen dazu, dass man sagen kann, okay, die Größe könnte da und dahin laufen. Grundsätzlich gilt, dass wir mit der Komprimierung und dem Single Instance Storage, den wir haben, Daten einsparen können. Das können 10% sein, das kann aber auch bis zu 50-60% bei einem Exchange Server sein. Denn 2010 und 2013 Exchange hat ja kein Single Instance Storage mehr. Deshalb sparen wir da am meisten Daten ein.
Die Größe der Datenbank und die Größe des Index lässt sich ungefähr immer mit 10%, 10 bis 15% vom Archiv, von den Archivdaten festlegen, so um den Dreh. Und aber auch da ist natürlich wieder, wie viel liegt im Archiv? So viel muss dann für die Datenbank eingeplant werden. Das ist eine schwierige Berechnung, die nicht so einfach möglich ist. Das ist meistens auf Grundlage der Daten, die vom Live-System uns vorgelegt werden, wo wir dann sagen, ja, das wird ungefähr dahin laufen, aber planen Sie bitte auch noch was ein für die nächsten Jahre, denn Sie wollen ja das Ganze länger betreiben. Archivierung ist ja nichts für heute, nichts nur für einen Tag. Dann als nächster Schritt kommt, okay, auf den Server muss ein Betriebssystem drauf. Und das kann entweder ein Windows sein oder ein SUSE Linux Enterprise Server. Also Windows Server 2008, 2012, alle aktuellen Versionen und SUSE Linux Enterprise Server. Dazu brauchen wir dann ein IIS oder ein Apache für den Redirect, damit auch die User über den gewohnten HTTP-Port direkt auf die Daten zugreifen können. So, jetzt haben wir schon einen Server und ein Betriebssystem. Dann brauchen wir natürlich als drittes die Datenbank. Ja, bei den Datenbanken unterstützen wir verschiedene. Das kann eine MySQL sein, das kann eine MSSQL sein, Oracle oder PostgreSQL. Auch das ist uns relativ gleich, bei diesen Vieren zumindest. Da kommt es darauf an, wo haben Sie denn, Sie als Fachhändler, Sie als Endkunde, als Administrator das beste Wissen? Welche Lizenzen sind vielleicht im Unternehmen schon vorhanden? Oder reicht mir eine MySQL Community Edition? Sind wir so wenig Leute, dass eine Express-Version von einem MSSQL ausreicht? Oder betreiben wir schon ein Oracle-Cluster? Und wenn das Oracle-Cluster schon vorhanden ist, ist da noch genug Speicher für die Datenbank für Retain? Also danach genau müssen Sie entscheiden, wie das Ganze läuft. Und auch da, das Ganze kann lokal auf dem Server laufen, das kann remote auf einem anderen Rechner laufen, in einem Oracle Cluster oder Sie haben schon einen MSSQL Cluster oder eine MSSQL Instanz laufen, die ist nicht ausgelastet, da kann eine Retain-Datenbank mitlaufen. Speicher haben wir darüber gesprochen, ungefähr so 10-12% vom Datenbestand im Archiv. Ja, und dann sollte man natürlich dafür sorgen, dass der Retain da Rechte hat, also einen User anlegen, der Rechte hat und bestimmte Einstellungen, die man machen kann, wie Tuning. Da muss man sagen, die MSSQL mit dem Tuning Advisor ist ganz klar Nummer 1, was das Tuning angeht, zumindest meine Erfahrung. Und wir sahen auch die schnellsten Ergebnisse mit einer MSSQL. Da haben wir in Tests es geschafft, bis zu 40 Nachrichten pro Sekunde zu archivieren. Bei einer MySQL waren so meine Top-Werte 20, 25. Also da ist MSSQL schon ein Stück vorne. Dann kommt das Setup der Software. Wir brauchen als erstes ein Java. Das wird von uns installiert. Dann installieren wir den Tomcat-Server. Und auf diesen wird dann die Software von uns installiert. Das ist der Retain-Server, der Retain-Worker und der Retain-Statistik-Server. Diese drei Teile brauchen Sie, damit wir die Daten wirklich archivieren können und aus dem Live-System auslesen. Ja, wenn die Software dann installiert ist, dann müssen Sie verschiedene Daten in einem Wizard angeben. Und das ist zunächst mal der grundsätzliche Datenpfad. Also der, wo bei der Installation erstmal die Daten hingeschrieben werden. Das hat noch nichts mit dem Archiv zu tun, das kann man dann nachher ändern. Aber erstmal, wo sollen denn wahrscheinlich, und darunter legt er erstmal das Archiv an, alle Daten hingeschrieben werden. Wenn Sie das gemacht haben, dann die Nachrichtendatenbank. Also
welche Datenbank wird denn genutzt? Das ist dann die MS-SQL, die MySQL oder die Oracle-Daten. Und da wir die Konfiguration seit der Version 2 auch in der Datenbank speichern und nicht mehr in einer lokalen Embedded Database, wird dann nochmal abgefragt, wird die Konfigurationsdatenbank denn im selben Kontext abgelegt oder soll das in einer zweiten Datenbank oder in einer zweiten Datenbank abgelegt werden. Wenn das passiert ist, brauchen wir noch das Administratorpasswort. Ganz wichtig auch, sonst können Sie sich ja nicht anmelden nachher. Die SMTP-Benachrichtigung, auch das ist wichtig, für Logs, für Fehlerbenachrichtigungen, was denn im System passiert, wenn ein Job läuft, dass Sie auch die Benachrichtigung bekommen, hey, es wurden Nachrichten archiviert und wie viel wurde archiviert. Dafür brauchen wir die SMTP-Benachrichtigung und dann natürlich die Indexierung. Im Moment noch zwei Engines möglich, Lucene und Exalit. Aber wir werden in der Version 4, da verrate ich schon mal nicht zu viel, eine Umstellung haben, dass wir einen Lucene Cluster unterstützen, so dass man die Indexierung auch bei großen Systemen verteilen kann auf mehrere Indexierungsserver. Denn wenn man davon ausgeht, wir haben nicht nur kleine Kunden, wir haben nicht nur mittlere Kunden, sondern wir haben auch sehr große Kunden, die Retain einsetzen, also alles zwischen fünf User, die es nutzen, aber 10 sind ja ist die kleinste Lizenz, also 10 bis 10.000 User und mehr haben wir an Kunden und bei einem 10.000 User-Kunden reicht ein Indexierungsserver nicht mehr aus. Da müssen wir dahin gehen, dass die Indexierung auf mehrere Server ausgelagert wird und das wird so kommen und dann ist auch das mit Retain kein Problem mehr. So, wenn wir das gemacht haben, dann machen wir die allgemeinen Einstellungen und als erstes, wenn Sie sich anmelden, sollten Sie überlegen, wollen wir das Archiv verschlüsseln? Also wollen wir, dass alle Daten, die abgelegt werden, AES verschlüsselt werden. Das ist sinnvoll, kann aber natürlich bei der Migration von einem auf den anderen Rechner, Server zu Problemen führen oder wenn wir Daten wiederherstellen wollen, dann ist es, also falls mal eine Datenbank verloren geht oder sonst was, kann das problematischer werden. Aber zur Sicherheit können wir die Daten, die abgelegt werden, AES verschlüsseln und das kann und sollte, wenn Sie es haben möchten, bevor Sie archivieren, aktiviert werden, bevor der erste Archivierungsjob läuft. Dann, falls Sie ein anderes Storage nutzen als die Standardmethode, dann sollten Sie jetzt umschalten von der Standardmethode auf Zentera oder auf die NetApp mit Snaplog. Und falls Sie das Zusammenfassen von Dateien aktivieren wollen, sollten Sie das auch jetzt tun. Das heißt, wir können in der Standardmethode speichern wir jedes Attachment einzeln. Wir können aber auch jeweils 100 kleine Attachments in eine ZIP zusammenpacken und dann muss das Zusammenfügen der Dateien aktiviert werden. Und das können Sie dann hier tun. Und dann gehört zum Storage natürlich auch noch dazu, dass man die Datenpfade ändern kann. Und das sollten Sie auch jetzt tun. Das heißt, so möchten Sie den Index lokal legen und möchten Sie den Storage-Pfad auf ein SAN legen, dann können Sie das jetzt tun und sollten das jetzt tun und danach den Tomcat neu starten. Und dann als letztes noch der Index. Sollen wirklich alle Dateitypen, die möglich sind und unterstützt werden, aktiviert sein? Sollen alle indexiert werden? Oder ist es bei bestimmten Dateitypen gar nicht erforderlich, dass die indexiert werden, weil danach suche ich nicht oder ähnliches? All das müssen Sie und sollten Sie jetzt entscheiden, denn dann werden diese auch indexiert. So, und dann brauchen wir als nächstes das Modul. Also der Exchange-Server oder der Groupwise-Server als Mail-Server, der angebunden werden kann. Und da brauchen wir ein paar Daten.
Das heißt, beim Groupwise brauchen wir einen Trusted Application Key. Wir müssen wissen, wo ist denn das erste Post Office, also ein SOAP IP und Port. Gegebenenfalls noch die LDAP-Authentifizierung, die aber nicht benötigt wird. Und sollen die Vertretungszugriffe, also die Proxy-Rechte, abgebildet werden. Das muss im Groupwise-Modul hinterlegt werden. Im Exchange-Modul brauchen wir das Impersonation Right, also wir brauchen einen Benutzer, der Mail-enabled ist, der das Recht Application Impersonation bekommt und das müssen Sie angeben. Dann, falls es ein Hosted Service ist, also falls Sie ein Office 365 im Small oder Medium Size Business nutzen, dann muss das aktiviert werden, denn da müssen wir das Adressbuch ein bisschen anders laden, dann müssen wir das über eine PowerShell Script herunterladen. Dann kommt die Active Directory Verbindung, also Sie geben die IP oder den DNS-Namen vom Active Directory an, den Port zum AD, soll das SSL oder SSL verschlüsselt sein oder nicht, und den Basispfad, damit wir auch wissen, wo sollen wir denn die User herlesen. Gegebenenfalls in der großen Umgebung kann es noch einen User Forest geben, auch den können Sie dann angeben. Und genauso wie bei Groupwise, Vertretungsrechte, Delegation Rights werden abgebildet oder können abgebildet werden. Und auch das sollten Sie dann aktivieren oder nicht. Die Delegation Rights kann man natürlich auch nachträglich aktivieren, aber standardmäßig sollten die direkt beim Modul mit aktiviert werden. Ja, wir haben ja neben den zwei Messaging-Systemen, mit denen wir am meisten zusammenarbeiten, noch ein paar mehr Module. Und auch für diese Module gilt, dass wir ein paar Daten brauchen. Beim Social Messaging brauchen wir eine virtuelle Appliance und dann müssen Gateway-Einstellungen vorgenommen werden, dass wir wissen, wo ist denn die virtuelle Appliance, die den Proxy zum Internet macht, wo die Daten abgegriffen werden. Bei Google Apps brauchen wir die Verbindungseinstellungen, das heißt, wir brauchen die Domain, den OAuth Key, also den Authentication Key und das Authentication Secret, damit wir uns anmelden können, und dann können wir auch da alle Daten herunterladen und direkt ja alles ablegen. Beim BlackBerry gibt es zwei Sachen. Wir brauchen einmal für den BlackBerry den lokalen Pfad zu den Logdateien für den BES, und wir brauchen den SMTP Connect, damit wir direkt darauf Daten weiterleiten können, zum Beispiel an ein Mailsystem. Ja, beim Mobile, das ist im Moment auch noch so, dass wir da über die Cloud gehen, also dann brauchen Sie eine Tenant-ID, also wenn Sie Daten von Android-Geräten archivieren wollen, dann brauchen wir eine Tenant-ID, die Sie von uns bekommen, und wie die Daten bereitgestellt werden sollen auf die mobilen Endgeräte. Bei der Version Retain 3.3, die nächste Woche oder wahrscheinlich nächste Woche released wird, wo wir gerade im Release-Kandidat sind, wird es so sein, dass auch ein mobiler Router oder ein lokaler Router für die Mobile Messages möglich ist. Das heißt, dass Sie das lokal in der Firma platzieren, nichts mehr über unsere Cloud geht, sondern alles lokal platziert ist und Sie dann lokal die Daten abgreifen können. So, dann sind wir schon bei Schritt 7. Schritt 7 ist der Zeitplan. Denn wenn Sie einen Auftrag erstellen und dieser Auftrag soll irgendwann laufen, dann brauchen wir natürlich einen Zeitplan. Und dieser Zeitplan kann entweder erstmal ein Single Schedule sein, also ein einmaliger Auftrag, der zu einem bestimmten Zeitpunkt läuft. Meistens dazu, um zu testen, funktioniert alles, ist die Verbindung sauber, werden die Daten sauber gelesen und so weiter. Oder um User, die nicht mehr im Unternehmen sind, ein letztes Mal zu archivieren. User, die das Unternehmen verlassen haben, die ich aus dem Exchange, aus dem Groupwise löschen möchte, die ich jetzt ein letztes Mal vollständig archivieren möchte, dafür nehme ich einen Single Schedule. Dann gibt es natürlich den Recurring, den wiederkehrenden Zeitplan, und den kann ich dann festlegen für den täglichen Lauf von Archivierungsjob. Und das Ganze kann dann jeden Tag oder an bestimmten Tagen und zu einer gewissen Uhrzeit laufen. Und
dann kann man noch festlegen, okay, der Auftrag soll nur eine gewisse Zeit laufen und dann soll der wieder aufhören. Also zum Beispiel abends um 8 soll der laufen, damit er nicht ins Backup reinläuft, das um 2 Uhr läuft, läuft er bis 1 Uhr, also 5 Stunden und dann soll er aufhören und soll am nächsten Abend wieder anfangen. Das ist mit dem Zeitplan möglich. Dann das Profil. Das heißt, wir brauchen ein Profil, und jetzt bin ich schon einen zu weit gesprungen, in dem aktivieren wir die Archivierung. Das ist die einzige Funktion bei Exchange, da können wir nur sagen, aktiviere die Archivierung. Beim Grouper gibt es da ein paar mehr Optionen, da kann man noch sagen, okay, es sollen bestimmte Sachen archiviert werden oder bestimmte andere Sachen aktiviert werden, aber im Grunde genommen brauchen wir erstmal nur die Archivierung. So, dann können wir festlegen, welche Mailbox-Typen sollen denn archiviert werden. Also Benutzer, Raum, Inventar, Mailboxen, welche Nachrichtentypen archiviert werden sollen. Wollen wir überhaupt Termine, Notizen, Aufträge, Sprachnachrichten archivieren oder nicht? Das muss dann auch festgelegt werden. Und dann, welche Nachrichtenart soll denn archiviert werden. Und der Status kann natürlich auch noch, also vertraulich, ja, nein, privat, ja, nein, persönlich. Es gibt Kunden, die sagen, nur gelesene Mails sollen archiviert werden. All das ist möglich und machbar und von daher können Sie das hier einstellen. Als nächstes dann der Datumsbereich, der zu scannen ist. Im oberen stellt man ein, wann er denn anfangen soll. Also alle Nachrichten, alles oder alles älter als X. Unsere Empfehlung ist, da die Ordnerstruktur nur einmal gelesen wird, älter als X zu nehmen. Also älter als zum Beispiel 14 Tage vom Auftragsstart. Da wir beim Exchange auch die Möglichkeit haben, den sogenannten Dumpster mitzunehmen, also die wiederherstellbaren Objekte, können wir, und die standardmäßig 30 Tage ist, können wir, wenn der in den 30 Tagen läuft, der Job, sicherstellen, dass wir alle Daten haben. Und dann kommt die Prüfung auf Dubletten, und diese Prüfung auf Dubletten heißt, entweder wir versuchen, alles zu lesen, jedes Mal alles nochmal lesen, oder wir sagen, wir wollen alles, was neuer ist als die letzte Nachricht, die archiviert wurde. Da wir die immer zyklisch lesen, heißt, wenn wir die letzte Nachricht haben, die neueste Nachricht, ist es ein bestimmtes Datum, eine bestimmte Uhrzeit, und dann können wir sagen, okay, bitte alles von hier an und neuer lesen. Und dann neuer als oder älter als 14 Tage, das ist dann irgendwann wahrscheinlich nur noch ein Tag, der jeweils gelesen wird. Und damit geht die Archivierung dann relativ schnell. So, und dann können wir natürlich noch verschiedene andere Sachen sagen, wie ich möchte gar keine Anhänge speichern oder alle Anhänge. Ich kann den Internet-Header archivieren und indexieren, falls ein Exchange-Archiv genutzt wird, da muss man ja sehen, dass das Exchange-Archiv nicht wirklich ein Archiv ist, sondern erstmal nur eine zweite Mailbox. Und dann kann man im Anschluss weitere Sachen nachfolgen lassen vom Exchange, aber es ist eine zweite Mailbox. Und diese könnten wir mit archivieren. Dann den wiederherstellbaren Bereich des Benutzers können wir mit archivieren, also den Dumpster, sodass wir sicherstellen, auch alles ist da. Und natürlich auch öffentliche Ordner. Das ist langsam, das ist deutlich langsamer, wenn man das für alle mitnimmt, dann wird der öffentliche Ordner zu dem Zeitpunkt Teil der Mailbox in Retain, das heißt, man sieht die da, es gibt dann Unterpunkt Public Folder und darunter oder öffentliche Ordner und darunter liegen dann die öffentlichen Ordner, auf die man Zugriff hat, aber das ist möglich. Und dann natürlich im Bereich der Journal Mailbox, weil die können wir auch mitnehmen, natürlich, damit wir Compliance erreichen können. Können wir alles entweder in einem Ordner speichern, dann ist es aber sehr flach, sehr viele Mails drin, oder man kann das nach Jahren oder Jahren und Monaten unterteilen und das ist sinnvoll, das zu tun, denn dann hat man zumindest schon mal eine
Einschränkung über die Jahre und Monate und nicht alles in einer ganz flachen Liste. Sondern gibt es noch weitere Kriterien, wie zum Beispiel das Ausschließen von Ordnern. Wenn Sie sagen, bei uns ist das private Mailen erlaubt und wir können das auch nicht abstellen, weil das so gewünscht ist, dann können Sie sagen, wir machen einen Ordner, der heißt privat und dieser wird ausgeschlossen. Oder es gibt Kunden, die sagen, wir wollen nur einen Ordner Archiv haben und dieser Ordner soll archiviert werden. Dann ist auch das möglich. Dann kann man sagen, wir machen einen Ordner Archiv, bitte diesen jetzt archivieren. Da sind wir schon bei Schritt 9 und der heißt Retain Worker. Das ist sehr einfach. Sie legen einen neuen Worker an, Sie geben dem einen Namen, speichern den. Dann gibt es so ein sogenanntes Bootstrap-File, das ist ein Konfigurations-File, das laden Sie runter und im Anschluss laden Sie es wieder hoch. Und wenn Sie den Upload gemacht haben, dann ist der Worker konfiguriert, der weiß, wie oft er den Retain-Server kontaktieren soll. Das sind alle Standardwerte, die erstmal vergeben sind, die man natürlich anpassen kann. Aber standardmäßig kontaktiert er den Retain-Server alle 10 Minuten und fragt nach, hast du neue Jobs für mich? Und ja, dann ist der konfiguriert. Und dann kommt der Schritt 10. Und jetzt müssen wir diese drei Punkte zu einem Auftrag zusammensetzen. Das heißt, wir erstellen einen neuen Auftrag, wählen einen Zeitplan aus, wählen ein Profil aus, wählen den Worker aus. Und dann gibt es unten das aktiviere Ablaufdatum. Das ist wichtig für zum Beispiel Zentera, für zum Beispiel die NetApp. Da kann man sagen, wie lange sollen die Daten denn festgehalten werden auf diesen Geräten, bevor sie gelöscht werden können. Und das kann man dann festlegen. Hier sind es jetzt mal 2 Monate, aber das kann man natürlich auch 10 Jahre oder 6 Jahre, wie auch immer das gewünscht ist, festlegen. Dann kann man User einschließen, natürlich auch die Journal Mailbox, die ist im Tab davor, da quasi jetzt zwischen den beiden Bildern. Und da kann man dann die Mailboxen oder die ganzen Server aktivieren, kann aber auch Verteilerlisten ausschließen. Also zum Beispiel, es gibt eine Verteilerliste Betriebsrat. Der Betriebsrat darf nicht archiviert werden, also schließen wir die aus und somit sind die nicht in der Archivierung vorhanden. Oder es gibt nur eine Mailbox für den Betriebsrat, alles andere vom Benutzer soll natürlich archiviert werden, nur diese eine Mailbox Betriebsrat nicht. Dann kann man auch diese Benutzer-Mailbox ausschließen. Und dann heißt es warten. Warten, bis der Job, den wir gespeichert haben, beendet ist. Und irgendwann wird er sagen, okay, ich bin fertig, ready. Heißt, der Job ist abgeschlossen, der Job ist beendet, ist auf steht wieder auf Job Running No. Und dann läuft im Hintergrund die Indexierung der Daten. Und dann können Sie auf die Daten zugreifen, können suchen über die Daten und können das machen, wofür ein Archiv da ist, nämlich damit arbeiten. Das war unsere kurze Übersicht in 10 Schritten zum Archiv, zum Archivieren. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Und was bleibt mir zu sagen? Ja, Archivierung ist ein Muss. Archivierung ist einfach. Es ist gar nicht so kompliziert. Es ist gar nicht so schwer aufzusetzen. Und wenn Sie als Kunde jetzt starten wollen, dann helfen wir gerne. Dann helfen aber auch unsere Fachhändler natürlich gerne mit Testversionen, mit nochmal einer Demo genau und Ihnen auch das Produkt zu zeigen, wo wir jetzt gar nicht genauer drauf eingegangen sind. Und natürlich auch mit einer Gratisberatung und gegebenenfalls auch mit einem Vor-Ort-Meeting, je nachdem auch, wo Sie natürlich liegen mit Ihrer Firma und so weiter. Da sind wir sehr offen, was diese Fragen angeht. Unten sehen Sie meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer. Sie können uns da erreichen und bei Fragen melden Sie sich gerne, dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Und als letztes möchte ich noch einen Hinweis auf unsere Next Steps, auf die GuavaCon in Berlin diesmal wieder
hinweisen, dass es die Konferenz für IT-Manager und Experten im Messaging-Umfeld mit Microsoft und Novell, also Exchange und Groupwise, beides an einem Standort im Oktober zusammen in Berlin. Und da lernen Sie an zwei Tagen alles, was es Neues gibt, was wichtig ist. Sie treffen die wichtigen Leute, Sie treffen uns, viele Partner, viele Sponsoren, die vor Ort sind. Und das wird eine sehr, sehr interessante Geschichte, beide Welten auf einer Konferenz zusammen zu erleben. Dann darf ich mich jetzt bei Ihnen bedanken, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die jetzt gerne an uns stellen.